Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. In einer neuen Folge geht es hier weiter auf der Ebene von Hyrule. Im letzten Part sind wir hier ein bisschen umhergeirrt auf der Ebene und haben noch nach einem Item gesucht, beziehungsweise nach einem Insekt, was irgendwo in den Bäumen hängen muss. Ich habe mich da offscreen mal schlau gemacht, wo sich das befindet. Das hängt hier nämlich noch irgendwo am Baum, das Objekt, das wir suchen. Und ich glaube, es ist auch wieder ein Insekt, wenn ich das richtig gesehen habe. Warte mal kurz. Genau. Obwohl, ist das ein Insekt? Jo, ist eine Heuschrecke. Damit haben wir jetzt auf jeden Fall zwei Insekten. Oh Gott, geh weg. Und halt richtig geil, wir haben in der letzten Folge einfach schon den Enterhaken bekommen. Richtig gutes Objekt. Richtig gutes Start-Item. Da freue ich mich drauf. Oder drüber. So, und ich habe, ja, mir zum Ziel gesetzt, dass wir vielleicht erstmal nach Kakariko und so gehen. Ich glaube aber, hier können wir auch noch was machen. Denn theoretisch müsste es hier auch noch ein paar Insekten geben, die hier rumhängen. So, warte mal, was können wir denn hier machen? Also wir haben hier ja... Da ist einfach nur ein blauer Rubin obendrauf, schade. Ich glaube, hier unten kommen wir auch erst mit dem Doppelenterhaken weiter, ne? Oder? Ich glaube, ja. Den 5er Rubin können wir uns holen. Mehr ist es aber auch halt nicht. Und hier weiß ich gar nicht. Da komme ich nicht runter. Da gibt es, glaube ich, unten auch noch ein Item. Eine Schatzkiste oder so. Leider gerade nicht für uns. Okay, schnell weiter. Bevor der uns entdeckt hier. Aktuell sind wir noch ziemlich unbewaffnet, sage ich mal. So, hier gibt es aber auch wieder zwei Insekten zu holen. Gott, das wäre auf jeden Fall ein Insekt. Der grüne Rubin. Ja, genau. Zack. Geil. Da haben wir ein Insekt bekommen. So, das mache ich auf jeden Fall erstmal eins hoch. Das wäre ein Insekt, ne? Ich habe ja gesagt, ich werde immer das markieren, wo ich denke, das wäre ein Insekt. Damit ich weiß, was schon abgeschlossen ist quasi. So, das hier wäre auch ein Insekt, ist aber ein Schlüssel. Sehr schön. Shit. Geh runter, geh runter, geh runter. Oh Mann. Geh weg. So. Ein kleiner Schlüssel für den Zeitschrein. Ah. Ist halt das hier demnach. Und jetzt schnell weg hier. Sehr cool. Damit haben wir auf jeden Fall... Ja, erstmal wieder gut was geschafft. Und das wären... Auf jeden Fall die zwei Insekten von hier jetzt. Oh Gott, schnell weg hier. Schnell nach Kakariko. So. Und damit hätten wir jetzt theoretisch vier. So, da kann ich einfach drüber hüpfen. Schön. Und das wäre, glaube ich, der zweite Schlüssel. Thema Wald. Oder ist das Eldin? Dann ist das der rote Schlüssel, glaube ich. Das wäre jetzt der rote Schlüssel für das Tor gewesen. Okay, wir sind erstmal in Sicherheit. Wir haben eine lange Tortur vor uns oder hinter uns. Wir hätten vielleicht noch warten sollen, bis Nacht ist, oder? Ach, übrigens. Ich kann doch mit dem Enderhaken da oben ein Item holen, oder? Aber dann, okay, ich muss das erst sprengen können. Schade. Okay, hätte aber sein können. Trotzdem, wir können mal auf den Friedhof. Können wir mit dem Poda auf den Friedhof? Nee. Denn auf dem Friedhof gibt es ein Käfer. Ein Insekt zu holen. Den holen wir uns auf jeden Fall erstmal. Eieiei. So, die Frage ist, wo ist denn das? Das ist, glaube ich, oben drauf. Hier gibt es auch so viele Geister, ne? Noch ein Schlüssel. Für den Waldschrein. Geil. Nehmen wir mit. Und hier können wir leider noch nicht durch. Da müssen wir erst warten, bis wir irgendwas triggern. Ja, das müsste quasi das gewesen sein. Und hier kann man halt auch noch zwei, drei Geister sehen, ne? Wenn man die Gräber rumschiebt. Auch richtig nice. Richtig, richtig nice. Okay. Ich hätte gerne, dass Tag wird. Ist denn das jetzt der Fall? Oder müssen wir nochmal kurz verlassen? Ich glaube, wir müssen eigentlich die Ortschaft nochmal kurz verlassen.
Werde ich auch machen. Wir haben zwar den Vorteil, dass bei Nacht die Geisterseelen alle rumhängen. Oder die Geister rumhängen. Aber bei Tag ist halt mehr in der Stadt los. Und wir können, glaube ich, in der Nacht auch den Laden nicht betreten. Wo es halt auch wieder möglicherweise gerandomized Items gibt. Deswegen, ich warte mal kurz, bis Tag wird. Sollte jetzt eigentlich der Fall sein. Du. Ah, richtig schön geil. Ich liebe die Musik von Twilight Princess. Die ist auch so episch einfach. Schön. Okay, haben wir jetzt Tag? Müssten wir an der Musik erkennen? Jo. Auch wenn wir eine komische Nachtmusik haben aus Ordon, wo man sich als Wolf umschleicht. Aber ja, wir haben die Tagmusik. Okay. Was können wir machen? Wir können erstmal in den Markt reingehen, würde ich sagen. Da können wir erstmal gucken, was es da für gerandomized Item im Shop gibt. Müsste es auf jeden Fall, oder? Fette Rüstung, Alter. Hey, das ist doch keine Selbstbedienung hier. Das sind wertvolle Waren hier, kannst aber was kaufen. 200 Rubine für die krasse Rüstung, das ist geil. Normalerweise kostet die 600? Wir können uns ein Schild kaufen. Ich bin hin und her geneigt. So, der sammelt Spenden. Ich würde halt mein Geld an Anfang jetzt gerade ungern für Spenden ausgeben. Ich hoffe, das ist okay für euch. Okay, was können wir noch machen? Wir können auf jeden Fall irgendwo noch ein Insekt absahnen. Und zwar, boah, wo ist denn das? Hier drinne, glaube ich. Ich glaube, hier drinne ist die Ameise normalerweise. Normalerweise. So, ich kann auf jeden Fall hier noch die 5 drauf machen, weil wir haben ja eben noch ein Insekt gefunden. Und ich glaube, ich kann auch schon die 6 draus machen. Da liegt nämlich einfach ein Herzteil rum. Geilo. So. Let's go. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum machst du denn die Insekten? Eigentlich ist auch, oder? Nee, ist schon gut, dass ich das so mache mit den Insekten. Also dann weiß ich für mich, ich habe die 24 erreicht. Ja. Aber die Sache ist mit den Herzteilen, die habe ich halt alle nicht im Kopf. Sonst würde ich das auch so machen. Aber die Herzteile habe ich nicht im Kopf, wo das alles so ist. Dementsprechend mache ich das nicht. So. Bei Burns kann man, glaube ich, eine Bombentasche kaufen. Normalerweise. Oder? Kann ich die nur hier kaufen? Guck mal her. Oder ist das der Verkauf? Ja, okay. Hier kann ich verkaufen. Man kann hier aber auch irgendwie noch eine Bombentasche kaufen. Bin mir gerade aber auch nicht sicher, wie das genau geht. Nee, ich wollte nicht Midna. Hi. Ach, Midna ist übrigens bei uns, ja. Aber wir können halt nichts machen. Hier auch wieder die epische Musik. Scheint die Shop-Musik zu sein, die gerandomized wurde in die Zitadelle der Zeit. Finde ich gut. Die sind hier alle sehr Core-bedacht. ziemlich nice. Okay. Was haben wir hier oben noch? Ich glaube, es gibt hier auf dem Turm auch einige kleine Schatzkisten. Insekten haben wir jetzt soweit hier alle. Wenn ich jetzt aber hier hochgehe, müsste es, glaube ich, noch ein paar Schatzkisten geben. Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Wir gucken mal. Was war das? Wir gucken mal kurz. Die Musik, ey. Und da ist halt auch eine Schatzkiste. Da kommt man irgendwie mit einem Huhn hin. Irgendwie sind wir das letzte Mal, glaube ich, mit dem Huhn dahin geflogen. Von da? Nee. Und von oben irgendwie. Oder wie haben wir das gemacht? Bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Das Geile ist halt an einem Randomizer, da lernt man immer Schatzkisten kennen, die man vorher noch nie gesehen hat. Ist halt einfach so. Zwangsweise lernt man das kennen. Man weiß hier hinten noch irgendwas? Nee. So. Das ist eine sehr, sehr ruhige Musik hier. Um genau zu sagen, gar keine. Aber wir haben hier eine Schatzkiste und es ist bestimmt was richtig Geiles drin, nämlich noch Schlüssel für die Mine der Gro... Oh, wir kommen hier alles durcheinander. Oh Gott. Also ein klarer Pfad ist aktuell nicht definiert, Leute.
Ich erkenne zumindest keinen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber für mich sieht das gerade sehr durcheinander und durchwachsen aus. Eigentlich hätte ich gedacht, wir gehen jetzt ins Thema Wassertempel schon rein, weil Enterhaken, ne? Enterhaken heißt ja eigentlich immer Wassertempel, weil es das Dungeon-Item vom ersten Wassertempel ist. So, hier ist kein Huhn. Vielleicht ist später erst ein Huhn da. Oder kann ich vielleicht... Kann man hier runter droppen? Ob das möglich ist? Nee. Da brauche ich auf jeden Fall einen Huhn. Die Frage ist, wie kriege ich hier einen Huhn? Ob es das erst später gibt? Ich weiß es nicht. Und hier an der Seite so lang balancieren ist bestimmt auch nicht, oder? Ja, nö. Nö, nö. Ja, geil. Okay, dann hätten wir das hier auch erstmal erledigt. Ich weiß gar nicht mehr, wie bin ich beim letzten Mal hingekommen? Ich dachte eigentlich, da gibt es einen Huhn. Irgendwo. Vielleicht doch hier oben drauf? Wir gucken mal. Hier drinnen gibt es auf jeden Fall auch noch Schatzkisten. Habe ich noch vom letzten Mal im Kopf, dass es hier noch ein paar Schatzkisten zu holen gibt. Dementsprechend schauen wir da gleich mal rein. Hi! Ja, die stehen ja auch überall rum, ne? Die Kiddies. Wegen dem Randomizer. So, haben wir hier noch irgendwo Schatzkisten? Gibt es hier oben irgendwo Schatzkisten? Ich muss mal schon Kaffee trinken, Leute. Ich brauche mehr Aufmerksamkeit. So. Ne, hier oben ist gar nichts weiter. Okay. Sehr ruhig hier überall. Warum? Warum ist es überall so ruhig? So, hier mal eine Schatzkiste auf jeden Fall. Ein Herzteil. Jo, geil. Nehmen wir mit. Wäre schön, wenn wir irgendwie vor dem ersten Dungeon vielleicht noch einen Herzcontainer zusammenbekommen. Das wäre, glaube ich, ganz geil. So, hier ist erstmal nichts weiter. Haben wir hier noch Schatzkisten? Hallo? Ach, was ist denn hier los? Da sind sie ja schon wieder. Nee, okay, das war's auch schon. Okay. Ich glaube, das war's ja. Ah, kann sein, dass wir später mit den Goronen erst so richtig vorankommen, ne? Wenn man dann die Goronen freigeschaltet hat, dass man dann da oben auf die Schatzkiste irgendwie zugreifen kann. Wäre jetzt so meine Idee. Ich glaube, mehr kann ich hier auch erstmal nicht machen in Kakariko. Wenn ihr noch Ideen habt, gerne in die Kommentare schreiben, aber ich glaube, das war's erstmal soweit. Ich glaube, ich sollte mir auch so eine Art Karte anfertigen, wo ich mir schon mal so markiere, wo ich die Insekten fertig habe. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. So, hier bringt es mir sowieso nichts weiter zu gehen. Da komme ich nicht weiter. Ich brauche erst die Eisenstiefel. Ja, aktuell wirklich sehr, sehr durchwachsen. Alles, was wir bekommen. Ich meine, schön, wir sammeln langsam Schlüssel. Ja, für die ersten Dungeons ist das essentiell wichtig. So, warte mal. Kann ich denn... Oder ist das... Nee, das geht. Das geht. Aber da oben ist ein... Nee, das geht nicht. Shit. Ich wollte gerade sagen, da oben ist noch ein Stein davor. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht gehen. Ja, da ist ein Stein davor. Okay, da kann ich leider nichts machen aktuell. Ach ja, aber das wird jetzt auch richtig eklig. Kann sein, dass ich meinen ersten Tod jetzt gleich finde. Denn ich würde... Oh, guck mal da! Was ist denn das? For free? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ein kalter Wind weht. Das war eine Verarsche. Das war einfach eine Mimik. Boah, und eingefroren. Alter, was? Okay, ich wusste gar nicht mehr, dass ich das eingestellt hatte. Aber das müsste ein Insekt gewesen sein. Wenn ich mich nicht allzu sehr irre. Okay. Ah, scheiße. Was eine üble Verarsche, ey. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Aber irgendwo gibt es auch noch einen Insekt zu finden. Au, 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 au. Ah, Leute. Da, 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 da.
liegen 100 Rubine, wenn ich das richtig sehe. Kann ich vom Pferd leider nicht aufsammeln. Ich muss jedes Mal so doof anhalten. Oh, Kacke. 100 Rubine! Oh, oh, endlich! Boah. Renn um dein Leben! Scheiße! Los, 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 ich brauche. Nein, 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 resette das! Resette das! Resette das! Oh Gott! Oh Gott! Oh. I still alive. So, hier hängt auch was rum. Oh, da ist der Morgenstern, Leute. Da ist der Morgenstern, aber ich muss jetzt erstmal irgendwo Leben finden. Das ist nicht der beste Ort, um Leben zu finden. Scheiße, habt ihr das gesehen? Wie die auf mich zukamen. Oh Gott. Kann mich gerade irgendwas töten hier? Wir haben den Morgenstern. Oh, geil. Zweiter Part. So gefällt mir das. Boah, den habe ich mir aber auch gerade verdient, ey. Und das müsste, glaube ich, auch ein Insekt sein. Ich bin jetzt komplett durcheinander. Was ist denn jetzt mit den Insekten? Ich glaube, haben wir jetzt 9 Insekten? Boah, ich bin komplett verwirrt. Nein. Nein. Da ist der erste Tod einfach vom Pferd aus. Nein. Shit. Und nein, ich werde nicht das Death Wheel drehen. Ja, auf jeden Fall nochmal. Oh, Kacke. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir das jetzt... Da kam er einfach vorbeigesneakt, ne? Und hat uns gekillt. Und nein, wo ist Epona? Da hinten einfach, ey. Okay. Scheiße. Seht dieser Abschnitt hier jetzt als extra Abschnitt für Insekten? Ich bin mir gerade komplett unsicher, ne? So, aber theoretisch, ich könnte jetzt wegboxen. Theoretisch. Ich mach's aber nicht. So, hier müssten wir jetzt aber durch sein. Das heißt, ich würde... Aber wir haben jetzt einen Morgenstern, ne? Wir könnten jetzt verschiedene Höhlen und so erforschen. Könnten Sachen wegsprengen. Aber wie ist denn das mit den Viechern? Ich glaube, mit dem Morgenstern... Ich weiß nicht, ob ich die mit dem Morgenstern schaffe. I don't know. Aber geil, dass wir einen Morgenstern haben. Ich freue mich so. Ich freue mich so. Kommen die mir hinterher gerannt? Stimmt. So, ich würde mich erstmal hier hochziehen. Ja, die kommen mir hinterher gerannt. Okay. Ja, da hängen einfach noch die Eisenboots, oder? Ja. Und ich glaube, das wäre auch ein Insekt gewesen. Bam, Alter. Ich glaube, wir sind schon bei 10 Insekten jetzt. Weil ich glaube, das hier ist ein Insekt, der, was hier vorne an der Brücke hing. Die zwei, die hier auf der Ebene rumhingen, waren Insekten. Und das hier, ja, ist halt auch ein Insekt. Und wir kriegen die Eisenboots. Alter. Okay, ich habe nichts gesagt, Alter. Was? Boah, sind die mies, ey. Die sind ja richtig mies, diese... Ein kalter Wind weht auf, diese Mimics einfach. Böse. Alter Falter. Ich werde hier nur verarscht. Okay. Es hätte halt voll gepasst, ne? Es wäre so geil gewesen. Eisenstiefel hätte ich hier einfach gebraucht und dann... Let's go. Jetzt kann ich hier als Rinder halt gar nichts machen. Manno. Traurig. Aber ich kann schon mal den Morgenstern ausrüsten. Warte mal. So. Oh, geil. Ist das schön. Morgenstern, so ein geiles Item.
Ich weiß halt nicht, kann ich diese Schattenbiester mit dem Morgenstern verprügeln? Ist, glaube ich, sehr ineffizient, oder? Wir können es gerne probieren. So, hier unten könnte man theoretisch... Das ist, glaube ich, nur der Rückweg, ne? Da gibt es nichts. Okay, wollen wir das versuchen? Die kommen jetzt eh angerannt. Ja, geil. Kohle, Kohle, Kohle. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Wir probieren mal unser Glück. Okay, es geht eigentlich ganz gut. Ich muss nur richtig treffen. Ich muss nur richtig treffen. Ja, sehr schön. Ah. Und man muss schnell genug sein. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Nee, ich glaube, das schaffe ich nicht. Okay, machen wir später. Ist jetzt nicht so wichtig, dass wir das schaffen. Ich mache hier erstmal die Felsen kaputt und reite mal mit Epona weiter, Leute. Boah, jetzt packt er einfach in der Wand fest hier. Okay, einmal versuche ich es noch. Nee, ich glaube, es geht auch nicht. Weil ich hätte den jetzt, glaube ich, getötet, aber der wollte nicht sterben. Der wollte nicht sterben. Ich glaube, da brauche ich wirklich ein Master-Schwert oder Midna, um den zu töten. Oder allgemein ein Schwert. So. Okay, wir hauen ab, Leute. Wir haben schöne neue Items, ich bin sehr zufrieden. Und ich würde sagen, im nächsten Part machen wir weiter. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren. Und bis zum nächsten Mal zum Twilight Princess Randomizer. Tschüssi, Leute.